Ja. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Steins Gate. Ich hoffe, ihr hattet euch genug Zeit zu euch erholen. Nein. Für die, die jetzt mal es nicht ganz mitbekommen haben, diese vermeintlich total süße junge Dame hier, die eigentlich ursprünglich, zumindest in meinen Augen, zu den süßesten Charakteren gehörte, ist in Wirklichkeit, wir hören es einmal, eine sehr junge. Ja. Die beiden sind übrigens sehr ähnlich. Sag mir nicht, ihr seid Geschwister, ich töte dich, also. Du hast es. Er verbeugt sich kurz. Danke, wäre nicht nötig gewesen. Seine Stimme, nein, und sein Verhalten, noch viel schlimmer, lasst ihn aussehen wie ein Mädchen. Der Typ, tut mir leid, aber, wirklich, ich hab's letzte Folge schon gesagt, aber diese japanische Interpretation ging mir gegen den Strich. Oder eher wie einen, feminin, also nicht wirklich eine Frau, aber immerhin sehr weiblich. Aber er ist ein Junge. Größer als Mayuri und sehr schlank. Aber er ist ein Junge. Er sieht gut aus in Scheinmädchenklamotten. Aber er ist ein Junge. Anscheinend scheint unser lieben Okabe hier genauso gut zu gehen wie mir. Er hält einen Besen. Also denke ich, dass er gerade dabei war zu putzen. Aber er ist ein Junge. Es ist sehr heiß, obwohl es bereits Abend ist. Aber er ist ein Junge. Die verdammten Zikaden werden nicht aufhören, werden nicht auf Klappe halten. Aber er ist ein Junge. Oh nee. Also. Oh mein. Rokako, was ist mit der Klinge passiert, die ich hier gegeben habe? Er ist ein Bekannter von mir und ich nenne ihn Rokako. Ich habe ihm geholfen, als er von ein paar Leuten, sag ich jetzt mal, mit Kameras umzingelt worden war in einer Einkaufsstraße. Und seitdem kennen wir uns. Nun ja, ich kann mir gut vorstellen, dass so ein paar japanische Freaks auf sowas sehr gerne abfahren. Und per Zufall sind Rokako, geht in die Schule, und Mayuri Klassenkameraden in derselben Highschool, in derselben, halt, ja, ich wüsste die Klassenkameraden in derselben Highschool, hahaha. Ich habe mich herausgefunden, nachdem ich meine Bekanntschaft mit Rokako geschlossen hatte. Rokako ist etwas, nicht getroffen, überrascht von der, von meiner scharfen Frage. Mit einem erröteten Gesicht ist er halt, benimmt er sich halt, es wäre kurz davor, würde er kurz anfangen zu weinen, oder würde er gleich anfangen zu weinen. Nein, ich werde meine Stimme nicht verstellen. Du redest nämlich etwa über das Dämonenschwert Summer Rain, oder? Samidare. Steht hier oben drüber in der Schrift? So. Ja. Bitte, was? Richtig. Ich habe es gekauft, damit du deine Kräfte kontrollieren kannst. Was für Kräfte? Ah! Akiba no Bukia Honpo de katta yatsu de sho? 980 yen dakke?
Majori, das ja, das ist ein typisches Majori, ich muss was Sinnloses sagen, Kommentar. Aber du hast es doch in Akibas Hauptbewaffnungsladen gekauft, oder? Für 980 Yen, glaube ich. Majori, Yuri, falls du noch ein Wort weitersprichst, wirst du von ihnen heimgesucht. Emre, du sollst niemals überreden. Kesarechano? Okari, simpaiste kurete arigato. Demo, yatsura tte dare ka na? Heimgesucht? Okarin, danke, dass du Sorgen um ihn machst, ihr. Aber wer sind sie? Ich ignoriere meine Mayuris Frage. Woran das wohl liegt? Sore de Rukaku. Yoto Samidare wa chanto tsukatte iru no ka? Nein, ich denke jetzt nicht daran, woran ich jetzt vermeintlich denke, was es vielleicht gewesen sein könnte. Nein, also, ich denke jetzt, ich interpretiere jetzt schon falsche Sachen. Also, Rukaku, hast du das Demon's Sword Summer Rain so benutzt, wie ich es dir gesagt habe? Ja, ich übe damit zu schwingen. Ach, okay. Einmal pro Tag. Ich gebe dir gleich einmal mit dem Schuhenzieher einmal pro Tag. Mit ihnen kannst du das Mind, kannst du den Saishin Sanma Style, den Mind Killing Demon, entweder ist das der Dämon, der den das Bewusstsein tötet, oder den Bewusstsein killenden Dämon, also tötenden Dämonen Stil beherrschen und dich davor bewahren, die innere teuflische Flamme, die in dir schläft, davor bewahren, dass sie dich eben auffrisst. Also, ach, du weißt, was ich meine. Eia. Warum habe ich mir sowas nur schon so gedacht? Demon Sword Summer Rain. Summer Rain ist eine, falsch, Fake. Ist ein Fake. Aber es ist nur so, da es eine wahre Form von der Welt versteckt. Okabrind ist, wie sage ich das? Guten Gemüts wie immer. Ja, falls es in den Händen eines wirklichen Meisters ist, wird es seine wirkliche Kraft freilassen. Es ist eine billige Purchase ist wieder so ein ganz schönes Wort. Ich sage eine Art billige Ware, die ich bekommen habe für 980 Yen. Steuern, Mehrwertsteuer mit inbegriffen. Und ich guck, ach, meine Idee, so, wir wissen, also, ist billiges irgendwas. Ah, wie auch immer. Auch wenn es eine Fake-Waffe ist, würde die Polizei einem nicht damit durchgehen lassen, wenn man damit durch die Stadt gehen würde. Deshalb erinnere ich ihn daran, nicht damit durch die Stadt zu laufen. Ja, gern geschehen. Danke, Okabe-san, dafür dieses wundervolle Geschenk. Ich bin nicht Okabe. Okarin da yo. Du bist Okarin.
Mayuri, ich hab dir schon was gesagt zu sinnlos, ich bin eben Mayuri und muss was reinschreiben, Kommentaren. Gomennasai, Kiyoma-san. Entschuldigen Sie, Kiyoma-san. Wakareba ii no da. Dewa, aikotoba. Es ist, okay, wenn du verstanden hast. Nun, das Passwort. Ah, Elbusai Kongariu? Mann, warum muss das ich auch noch so wie in so ein... Ach, du elendes Wesen. Elender Autor, wieso musst du aus diesem Wesen einen Jungen machen? Das werde ich dir nie verzeihen. Also, zurück ganz kurz zu meinem kleinen Lob an den Autoren. Zu hier in Elbsai Kongriu? Naja, ganz fast. Kongariu, der war Kongriu da. Falsch, es ist nicht Kongariu, es ist Kongru. Hi! Ja! Elbsai Kongru. Elbsai. Aber wenn, vielleicht werden wir jetzt auch endlich mal über das Passwort aufgeklärt. Kongru. Ist das richtig? Ich lächle, macht Rukako ein fröhliches Lächeln. Vielen Dank. Liebenswürdigkeit, halt, in die sich halt jeder, gleich fragen könnte. Ah, genau. In die sich halt jeder verlieben könnte. Aber er ist ein Junge. Definitely not. Was ist ein Fuyoshi? Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendeine Bezeichnung für irgendeinen speziellen Fetischistenkreis. Also, Fetischisten ist übertrieben, aber wisst ihr, was ich meine? Innerhalb der Manga-Szene. Theoretisch, ich weiß nicht genau. Also, was für eine schöne Lehrer-Schüler-Beziehung. Definitely not. Mayushi ist zwar kein Fuyushi, wie schon gesagt, wahrscheinlich irgend so eine spezielle Untergruppe in der ganzen Manga-Szene von Fans. Aber das ist wirklich aufregend. Nein. Mayuri-chan, henna sozo shinai de. Okay, ich will es schon gar nicht mehr wissen. Ich will es schon gar nicht mehr wissen. Also, ich will ja nicht sagen, also... Ich meine, ich sage immer, man soll alles immer ausprobiert haben. Und ich hab... Also... Und tut mir leid, bei aller Ehren. Ich hab mir einmal in meinem Leben, nur kein einziges Mal so ein... Vielleicht gehe ich jetzt auch etwas falsch in die falsche Richtung. Und eigentlich geht es immer gerade was ganz anderes, aber... Das wären jetzt so die perfekten Umstände, wo man einen wunderschönen, also wirklich sehr schönen Yaoi-Manga rausmachen könnte. Wenn ich weiß, wer das ist, glaubt mir, ihr wollt es gar nicht wissen. Ich habe es mir wirklich einmal angetan. Abgesehen davon, dass das so... Da erzähl mir noch einmal bitte, dass Shonen-Manga unrealistisch sein. Also abgesehen davon. Also hätte man das darstellen müssen als... ernsthaft, ja, danke. Hätte man es darstellen müssen in einer junge Mädchenbeziehung oder Mädchen-Mädchenbeziehung, wäre das leicht FSK 18 plus FSK mehr gewesen. Aber abgesehen davon war das eine. Oh Gott, also. Nee. Ich bin da. Obwohl der Teacher-Student, also der Lehrer-Schüler-Beziehung-Teil ist gar nicht so schlimm, also ist wahr. Also ich glaube, ich jetzt mal kurz, also. Vielleicht ist es manchmal etwas nachteilhaft, alles mit einem leicht, unter der Gürtellinie angehauchten Blick zu sehen, deswegen
ich sage jetzt mal nichts mehr dazu. Ich, Hayakuma, habe mit Hilfe der Mind, der Gedankenkontrolle Rikako beigebracht, überhaupt, um die Verschwörungen und, nicht Verschwörungen, aber aus der Richtung und regierenden oder regulierenden Strukturen, die die Welt regulieren, habe ich ihm genau darüber beigebracht und habe ihn eingeführt, daran eingeführt, wie man sie bekämpft. Die Dinge wie das Demon Sword, Summer Rain, also den Mondschwert, Summer Rain, das Sommerregen und so weiter, haben damit zu tun. Sein Aussehen ignorierend, ist Rikako persönlich gesehen, sehr obedient und honest, sehr ehrlich und, toll, auf jeden Fall, und zusätzlich ein sehr fleißiger Arbeiter. Zusätzlich ist er derjenige, der gesagt hatte, dass er halt sehr viel, also sehr viel lernen möchte. Und ich, als der Master, bin damit, sagen wir so, fühle mich sehr. Hab nichts dagegen, auf jeden Fall, mit dieser Einstellung. Wie auch immer, entweder verstehen oder verinnerlicht nicht Dinge, die ich sage, nicht zu schnell. Und er hatte das Makel, etwas sehr schüchtern zu sein. Ach. Also, warum ist Mayuri hier? Ich kam hier, um Rukakun zu sehen. Kann sie bitte anders nennen? Ich vermute mal, Komima ist hier, hat nichts zu tun mit der Comic-Cat und ist wahrscheinlich irgendeine Wissenschaftsveranstaltung, oder ist irgendwas, was auf jeden Fall nichts mit Cosplay zu tun hat. Ich habe ihn, ich frage ihn, oder ich bedränge ihn immer noch zu der Komima nächsten Monat zu kommen, halt Cosplay tragend als Kiari-chan aus Reinet, aber er will es nicht wirklich machen. Reinet ist das die Serie, wo wir diesen komischen Hund gefunden hatten? Ich gehe mal kurz, nein. Gucken, Hundchen, der hat es doch hier in ihrer E-Mail erwähnt. Nein. Oh ja, läufst hier in Schreimädchenklamotten rum. Natürlich gar nichts damit bezwecken wollen, vor allem in einem Land wie Japan ist das natürlich ganz sicher. Vor allem in einem Bezirk wie Akiba. Aber wir sind zu schüchtern, natürlich. Aber ich würde wissen, dass Rukakun sehr gut darin aussehen würde. Du willst ja bekannt werden als zu süß, um ein Mädchen, nein, zu sein. Weißt du? Komm schon, lass uns ein Cosplay-Dingens machen. Mayuri hat das Hobby, Cosplays zu machen.
Bis jetzt hat sie etwa so 30 oder mehr als 30 von ihnen gemacht. Aber sie hat bisher selbst fast nie eins selbst getragen. Sie scheint es sehr viel mehr zu genießen, jemand anderen daran zu sehen. Und wie es scheint, hat sie Rohaku als ihr nächstes, ich will nicht Opfer sagen, gewählt, aber Ziel gewählt. Die ist gerade sehr auf dem Weg, also im Moment scheint sie ein Cosplay von einem sehr berühmten weiblichen Charakter zu machen. Ach. Ich glaube nicht wirklich zu verstehen, warum Rokako diese Dinger nicht tragen möchte. Ich meine, das hat was mit Fanservice zu tun, dass damit der ganze Plot, der ganze stereotypische Charakter nicht mehr ganz hinhauen würde. Aber ja, ich glaube, das käme jetzt nicht so gut genug. Ich meine, er trägt bereits die Schreimädchenklamotten und alles so. Also denke ich, also sehe ich nicht wirklich, warum er was dagegen haben sollte, ein Cosplay zu tragen oder zu cosplayen. Es ist nicht so anders, sagen wir es mal so. Ich stöhne und Restrain heißt effektiv noch hier oder halt lass mal Mayuri links liegen, welche immer noch versucht, Rokako dazu zu bereden. Lass solche solche unwichtigen Sachen für später übrig. Oder schieb sie später. Aber es ist wirklich sehr wichtig für Mayushi. Ist mir schnurzpieps egal. Aber für mich ist es unwichtig. Mal so ganz nebenbei, Mayuri, willst du nicht irgendwas sagen zu unserer tollen SMS? Bitte. Na, okay. お払いを頼みたいのだが、やってもらえないだろうか。 Ach, übrigens, Rokako, der eigentliche Grund, warum ich hergekommen bin, auf jeden Fall nicht du, ist, dass ich einen Exorzismus bekommen möchte. Kannst du ihn machen? Oh, bitte nicht. Ja. お払いですか? Oh, bitte nicht. だったら、お父さんに... Ein Exorzismus? Dann solltest du meinen Vater fragen. Ah ja, so kann man den Ohren nicht nachdenken. Kiasme den Ingo doch. Ich glaube, ich auch nicht. Also, ich irgendwie. Meine... Oh, diese Augen. So. Ach, es ist nicht ernsthaft. Ich möchte einfach ein bisschen ruhiger meinen. Etwas Ruhe in meinem Kopf haben. Das ist der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Warum ich hier gekommen bin, anstatt zum Kanderschrein. Also, bring die gewöhnliche Sache hierher. Die normale Sache? Das Sommerregen? Ich will nicht sagen, aber wenn das Okaberin oder unser Okaberin so sagt, bin ich da immer etwas voreingenommen. Also manchmal nicht der Sommerregen, das ist die gute Nachricht, schlechte ist falsch. Wer zum Teufel würde denn ein Dämonenschwert für einen Exorzismus benutzen? Ich meine, das Ding. Und das ist die schlechte Nachricht. Ich wer das Ding meint, will ich nicht wissen, was das Ding ist. Und ich würde sagen, wieder mal hier einen wunderschönen Cut nach dieser wunderschönen Vorstellung von unserem lieben Herrn Freund. Hat mich kennenzulernen. Wir speichern hier natürlich. Vielen Dank. Warum musst du ein Junge sein, verdammt?
scheiß Autor. Also, toller Autor, aber das wird ganz überzeugt. Also, okay. Also, über der Fanservice. Das ist auf jeden Fall die heutige Folge von Let's Play Steins Gate. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ihr seid genauso entzückt von unserem lieben neuen Freund hier, wie ich auch. Normal, hallo, schön dich kennenzulernen. Für die, die es noch nicht gemerkt haben, das ist unser lieber Ruka. Ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß. Ich auf jeden Fall hatte... But he's the guy. Ich hatte auf jeden Fall meinen... Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Und, naja. Und ich dann eben hoffentlich morgen wieder. Bis die Tage. Ciao.